بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch دروس في اللغة العربية und wir sind bei der 19. Lektion الدرس التاسع عشر. Bevor wir anfangen, möchte ich schnell sowas wie eine Kurzfassung machen. Und zwar den Dhamma geben wir öfter oder geben wir bis jetzt dem Mubtada und dem Fa'il. Also sozusagen den Nominativ. Und den Mubtada, mit dem wir eben einen Nomensatz anfangen. Danach haben wir den Kesra, dem wir einen Mudaf Ilaih geben, was sowas wie Dativ oder Genitiv ist. Und dem Ism Majrur, was eben nach einer Präposition kommt. Danach haben wir den Sarf, der dann eben Fetha hat und der danach ist dann eben Mudaf Ilaih. Und dann haben wir den Maf'ul Bihi, was wir noch nicht bekommen haben, aber wir wissen schon einiges darüber. Das ist dann der Maf'ul Bihi wie Akkusativ. Und dann hatten wir auch noch Tamyiz. Und wir haben gelernt, dass nach dem Wort Kem, was wie viel heißt, ein Tamyiz kommt. Und dieser ist dann auch Mansub, also hat ein Fetha am Ende. Das ist natürlich die normale Regel. Wenn es dann eben, also ich will jetzt auch nicht so viel in die Details gehen, deswegen allgemein, das ist eben das, was wir bis jetzt alles gelernt haben. So, jetzt kommen wir zu dem Text. Al-Mudir, der Direktor, sagt, Kem Taliban Jadiden fi Faslika ya Sheikhu. Wie viele neue Studenten gibt es in deiner Klasse, O Sheikh? Und hier haben wir dann eben Kem Taliban, weil das Tamyiz ist. Tamyiz ist sowas wie etwas Mumayyiz machen, etwas besonders machen. Und Jadiden ist dann eben die Eigenschaft. Al-Mudarris fihi asharatu tullabin jududin. Jetzt hier in dieser Lektion lernen wir die Zahlen. In ihr, fihi, also in der Klasse, gibt es asharatu, 10. Tullabin, Studenten, judud, die neu sind. Jetzt achtet, dass hier bei dem Ashara oder bei den Zahlen allgemein gibt es eben weiblich und männlich. Und je nachdem, wie viele es sind, ändert sich dann eben die Regel. 1 und 2 hat eine Regel, 3 bis 10 hat eine Regel, 11 und 12 hat eine Regel und dann 13 und so weiter hat auch eine Regel. Und hier bei Ashara möchte ich hinweisen, dass wenn die 10 ein Tamarbut am Ende hat, dass dann alle drei Buchstaben, die ersten drei Buchstaben, ein Fetha bekommen. Asharata oder Asharatu oder Asharati, je nachdem. Also die Zahl ändert sich je nachdem, wo sie ist. Ob sie ein Mudaf Ilaih ist, ob sie ein Nominativ ist, Fa'il, Mubtada und so weiter. Jetzt hat die 10 aber nicht diesen Tamarbuta, also ist der maskulin, dann sagen wir Ashra. Ashra, also der Shin hat dann einen Sukun. Al-Mudiru, min aynahum, von wo sind sie? Al-Kulluhum, min baladin wahidin, sind alle. Kulluhum, sind sie alle von einem Land, min baladin wahidin. Und hier haben wir dann Wahid, was 1 bedeutet. Und hier ist es eben dann Eigenschaft, Sifa. Al-Mudarris, la, nein. Hum min biladin mukhtalifatin. Sie kommen aus, oder sie sind von verschiedenen Ländern. Mukhtalifatin ist verschieden. Minhum, von ihnen, thalathatu tullabin. 3 Studenten. Min al-Philippin, aus Philippinen. Und hier achtet, thalathatu. Thalathatu ist 3. Jetzt, tullab ist Student und eigentlich Mehrzahl maskulin. Jetzt, warum hatte ich thalathatu bekommen? Wenn, also das Wort tullab müssen wir eigentlich in den Singular wiederbringen. Und dann gucken, ist das Singular? Maskulin oder feminin? Wenn es maskulin ist, dann ist von 3 bis 10
die Zahl feminin, also das Gegenteil. Wenn der Singular aber von dem Wort feminin ist, dann ist die Zahl maskulin. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, werden wir inshallah mit den anderen Beispielen das noch verstehen. وَأَرْبَعَةُ طُلَّابٍ und vier Studenten مِنَ الْيَابَانِ aus Japan. وَطَالِبَانِ und zwei Studenten مِنَ الصِّينِ. وَطَالِبٌ وَاحِدٌ مِنْ مَالِيزِيَا und ein Student aus Malaysia. المدير أَفِي فَصْلِكَ طُلَّابٌ مِنْ أَمْرِيكَ gibt es in deiner Klasse Studenten, die aus Amerika kommen? Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. In ihr gibt es sieben Studenten aus Amerika. Ahum judud, sind sie neu? La, hum udama, sie sind alt. Qadim, alt und udama, also eben Mehrzahl. Kem taliban fihi min Europa. Wie viele Studenten gibt es in ihr, also in der Klasse, aus Europa? Fihi khamsatu tulabin. In der Klasse, also in ihr, gibt es fünf Studenten. Min Ingelterra, aus England. Wathamaniyatu tulabin min Almania. Und acht Studenten aus Deutschland. Wasittatu tulabin min Faransa. Und sechs Studenten aus Frankreich. Watisatu Tullabin min Bosnia und neun Studenten aus Bosnien. Al-Mudir, Shukran, ja, Sheikh. Danke, oh Sheikh. Irgendwelche Fragen im Text? Dann gehen wir zur nächsten Seite. Jetzt kommen wir zu den Aufgaben. Temerin, Iqra. Hüseyin, kannst du anfangen? Die erste Zeile du und dann Herr Ahmed die nächste Zeile. ثلاثة طلاب سبعة طلاب Genau. ثلاثة طلاب، drei Studenten. سبعة طلاب، sieben Studenten. Ahmed. أربعة طلاب und ثمانية طلاب. Genau. Vier Studenten und acht Studenten. خمسة طلاب تسعة طلاب Fünf Stunden und neun Stunden. ستة طلاب عشرة طلاب. Genau. Sechs Stunden und zehn Stunden. Natürlich, wir haben uns immer gewöhnt, eben mit der Zeile lesen. Eigentlich müssten wir rechts als erstes runtergehen und dann nachher links runter. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Aufgabe, Nummer 2. Iqra waktub. Hussein, kannst du anfangen? عندي خمسة كتابين كتبين كتبين أصو كتبين وثلاثة أقلام Genau. Weißt du oder kannst du übersetzen? Ich habe fünf Bücher und drei Stifte. Genau. Ahmed, Nummer zwei. خالد له ستة أبناء. Ebene in. Das Wort, was danach kommt, ist immer Mudaf ilayh. Okay. Khalid hat sechs Söhne. Genau. Jetzt Hussein. Kem achan? Kem, genau, Kem ist wie viel? Kem achan leki ya amina? Die Antwort? Li arba'atu akhutin?
Was ist nochmal die... Ikhwatin. Genau, richtig. Was heißt das? Wie viele Brüder hast du, O Amina? Ich habe 4 Brüder. Genau. Könnte man hier auch ein D sagen, oder ist es nur auf Liebe? Das... Was kann man? Ein D. Ach so. Lecker. Wir haben letztens, glaube ich, irgendwie gesagt, dass den Lärm benutzt man mehr für Personen. Und den Hind für Sachen. Okay. Okay, jetzt ist Ahmed dran. في الأسبوع سبعة أيام. في الأسبوع سبعة أيام. أسبوع ist neu, heißt es Woche? Genau, Woche. Okay, dann in einer Woche gibt es 7 Tage. Also eine Woche hat 7 Tage. Genau. Jetzt ist Hüchen dran. كم ريالا عندك الآن يا عمار؟ يا عمار. عندي الآن 8 ريالات. ريالات، اوكي. Was heißt das? Wie viel Real hast du gerade, Omar? Ich habe gerade, also jetzt, 7 Realatin. Also 7 Real. 7? Bist du sicher? Warte, 8. 8. Genau, 8 Real. Okay, jetzt ist Ahmed dran. في هذا الحي 9 بيوت جديدة. Was heißt das? In diesem Bezirk gibt es 9 neue Häuser. Genau, richtig. Okay, jetzt Hüseyin. هذه السيارة لهذه السيارة. لهذه. أصو لهذه السيارة 4 أبواب. Genau, richtig. Was heißt das? Warte mal. Ach so. Hä? Dieses Auto hat 4 Türen. Genau, für dieses Auto gibt es 4 Türen. Ach so, für dieses, okay. Also, lihadihi, für dieses Auto. Und dann, dieses gibt, ist im Arabisch nicht vorhanden. Ja. Deswegen sieht man auch im Koran öfters mal dieses gibt in Klammern. Könnte man auch sagen, هذه السيارة عندها 4 أبواب. Genau, kann man auch sagen. Aber dann sagst du أربعتي. Oder wie hast du es nochmal gesagt? هذه السيارة عندها 4 und so weiter. Achso, genau, okay. أربعة أبواب, genau, richtig. Okay, jetzt ist Ahmed dran. Soll ich das machen? Nummer 8, ja. Du bist dran, Ahmed. Also der Ton ist erst jetzt gekommen. Okay. كم ثمن هذا الكتاب ثمنه سبعة ريالات ونصف. Was ist für ein Zeichen bei mir? Bei mir ist das Schädel, warum? Bei mir auch. Okay, dann wie viel? Ja, was ist? Was ist Themen? Heißt das, wie viel kostet das oder was? Ist das der Preis? Genau, Themen und der Preis. Also, wie lautet der Preis für dieses Buch? Der Preis für dieses Buch, also der Preis des Buches
7,5 Rial. Genau, richtig. Und dieses Shadda, was ihr bei euch habt, ist eben falsch. Das hat man in der neuen Auflage korrigiert und ein Sukun hingelegt. Nichts von. Okay. Okay, jetzt ist Hüseyin dran. في هذا الفصل عشرة طلاب قدامى وأربعة طلاب جديد جدد. Und في هذا الفصل في هذا الفصل so wird das von في als nächster benutzt? Genau, weil في هذا und dann kannst du auch sagen في الفصل. Also beides ist eigentlich okay. Das gleiche. Ja. Was heißt das? In dieser Klasse oder in der Klasse? Nee, warte. Doch in der Klasse? Okay. Oder? In diese, ja, warte mal, ich bin. In dieser Klasse ist ja sowas wie Demonstrativpronomen. In dieser Klasse gibt es oder sind 10 alte Schüler und 4 neue Schüler. Genau, richtig. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Okay, du bist dran, Ahmed. Okay, كم قميصا عندك يا إبراهيم؟ عندي 8 قميصان. Was haben wir letztens gesagt? قمصان. Genau, قمصان. In der neuen Auflage hat man auch am Anfang die Haraka, weil das vielleicht ein bisschen schwierig ist für die Schüler. Was heißt das? Wie viel, also wie viele Hemden hast du, O Ibrahim? Mhm. Ibrahim hat, also ich habe 8 Hemden. Genau, richtig. Okay, jetzt Hüseyin. Andi Rialani wa khamsatu Kurushin. Genau. Auf Türkisch auch Kurush. Also bei uns auch hier gibt es eben Kirsch, Kurush, das ist das Gleiche. Also Kurush ist Mehrzahl und Kirsch ist eben Einzahl. Was heißt das? Ich habe 2 Rial. Mhm. Aber würde das nicht Rialaini heißen dann, mit dir noch? Hier ist ja Rial Mubtada und deswegen ist es Nominativ. Wenn der Nominativ ist, dann hat er ein Elif. Also das ist, was ich ganz am Anfang nicht erklären wollte, dass dieses Dhamme, Fetha und Kesra ist für Singular. Wenn es aber dual ist, dann achten wir auf den Elif und den Ya. Also Rialan und wie du gesagt hast, Rialain. Wenn das eben Mudraf Ilayh ist oder ist Majrur oder Maf'ul Bihi oder Tamiz. Also alles, was Fetha eben hat oder Kesra. Okay. Also ich habe 2 Rial und 4 Kurush oder Cent. 4? Bist du sicher? 5 wirklich. 5 Kurush, okay. Jetzt Ahmed. في هذه الحافلة 10 ركاب. Was heißt das? Ich weiß jetzt nicht, was Hafila sein soll. Hafila ist Bus. Also in diesem Bus sind 10 Rukabin. Also Rakib, diese einsteigend, oder wie kann man das jetzt auf Deutsch sagen? Nochmal? Passagiere. Ja, genau, Passagiere. Okay, sind 10 Passagiere. Also genauer gesagt kommt dieses Rukab von Rakib. Und Rakib kommt vom Verb Rakiba, einsteigen. Also 10 Einsteigende. Und das ist eben wortwörtlich dann. Okay, jetzt gehen wir dann zur Aufgabe 3. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور أمامها. Also beantworte die Fragen, mit dem Nutzen der Wörter, die dir angegeben worden sind. Wir sehen, links haben wir die Nummern und die müssen wir dann eben erwähnen. Wir haben ein Beispiel. Misal, كم كتابا عندك? Wie viele Bücher hast du? Jetzt hat man uns 3 gegeben, deswegen müssen wir sagen, عندي ثلاثة كتب. So, jetzt ist Hüseyin dran. Nummer 1. كم أخا لك يا حامد?
Amleke? Kam Achan, wie viele Brüder? Ach so, okay, ich war eine Zeit runter. Ach so. Andy Ramsatu Ichwatim. Genau, richtig. Okay, jetzt ist Ahmed dran. Kam Amman Lecker, ja Leila. Li Arbaatu Amma Am was sie mehr für Amma nochmal, ja? Amain? Amamin. Amamin, okay. Genau. Also damit man nicht durcheinander kommt, Amam, also mit Hamza. Ein, Mim, Elif, Mim. Was heißt das nochmal? Am ist ja Onkel, vom vaterlicher Seite. Ach so, ja, stimmt. Okay, jetzt Nummer 3. Ich sehe. Kem oder Kem ibnen leke ya Sheikh. Wie viele Kinder hast du? Oder wie viele Söhne hast du, o Sheikh? Kann ich Eindi sagen oder muss ich Li sagen? Li, weil wir haben ja gesagt, dass Lam also, für die Sache, für die Person sind und Eindi für die Sachen. Kann ich auch Ladeya sagen? Ledeia, könnte man eigentlich sagen. Aber. Weißt du, ich sag trotzdem Li. Okay. Li. Sitatu. Abnain. Genau. Als ich früher in Syrien war, da habe ich auch so wie du gedacht, da hat man mir auf Englisch eine Frage gestellt. Das war eben so, woher kommst du? Und ich habe dann eben gesagt, ich bin aus, und da hat er mir Minuspunkte gegeben, weil ich nicht gesagt habe, ich komme aus. War echt blöd. Okay, okay. Jetzt Nummer 4. Ahmed, kam su'alan fi hadha darsi? Also wie viele Fragen gibt es in diesem Dars, in dieser Lektion? Was kann ich sagen? Hadha der hadha darsu. Was ist denn die Masse von Fragen? also, Kem Su'alan, wie viele Fragen? Fi hadha darsi, gibt es in dieser Lektion? Aswal, oder? Oder Aswal, oder? Nein, was ist denn die Masse von Su'al? Aswal oder sowas? Es'ila. Es'ila. Okay, dann fi hadha darsu sittatu as'ilatin. Nein, es ist 8, sorry. Thamaniyatu as'ilatin. Genau, fi hadha darsi thamaniyatu as'ilatin. Also den Ders, der muss, ist, also okay. Jetzt Hussein, kam rakiban fil hafilati. Wie viele Passagiere gibt es in dem Bus? Fil hafilati? Tis'atu rukabin. Super. Genau. Jetzt 6. Kam rialen fi jaybika? Wie viele Rial sind in deiner Hosentasche? Fi jaybika? Fi jaybika? Achso, ja, meine. Fi jaybi? Sab'atu rialati? Ria eigentlich? Was haben wir letztens gesagt? Ja, genau, Rialatin. Also wir geben dann am Ende den Ta, weil es dann eben Rialatin. Ja, genau, weil es dann eben, der Plural dann eben Muannas ist. Weiblich ist.
Okay, jetzt dann die siebte. كم ثمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب ثمن نون oder ثمن نون؟ Du kannst es so sagen. Hier musst du eigentlich sagen, wie die Kosten des Buches sind so und so. Also am Ende gibt es gar kein Tamis, gar kein Wort. So, also الثمن Nee, du kannst sagen, ثمن هذا الكتاب. من هذا الكتاب عشرات ريال ريال oder ريالات Einfach nur عشرة zum Beispiel sagen. Oder ja, genau, عشرة ريالات. ja, okay, عشرات ريال Genau. Und warum sagt man aber هذا الكتاب und nicht هذا الكتاب? Also bei der Frage jetzt? Wegen Kem oder? كم ثمن هذا الكتاب؟ Ich habe selbst eigentlich hier noch einige Sachen offen. Deswegen will ich das mal offen lassen und dann später beantworten, inshallah. Okay, dann gehen wir zur vierten Aufgabe. Uktub al-adada min thalatha, also min drei, ila ashra. Waj'al kulla min al-kalimat al-atiya ma'dudan laha. Hier möchte er eben, dass wir Oktobelade in Samaria. Ja, okay, also wir versuchen dann eben für jedes Wort immer eine Nummer zu geben von 3 bis 10 und versuchen das eben so passend zu machen für dem Wort. Wir fangen dann mit Ahmed an. Kitab. Wenn wir jetzt sagen 3 Bücher, was sagen wir? Thalathatu Kutubin. Genau, Thalathatu Kutubin. Okay, Qalam, Hussein. 4 oder wie viel? Genau, 4. Okay, Arba'atu Aqlamin. Arba'atu Aqlamin, genau. Jetzt Ahmed, Hamza, Tajir. خمسة تجار genau jetzt رجل ستة رجال 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 genau okay ريال oder طالب طالب als erstes سبعة طلاب genau und jetzt ريال ثمانية ريالات Genau, und jetzt Gursch, Gursch. Tisatu Purushin. Genau, und dann am Ende oder Ichwa, oder Ech. Okay, Ahmed, mach mal Ech. Asharatu Ikhwatin. Asharatu Ikhwatin. Okay. Kannst du dann auch noch Ibn machen? Ja, auch mit 10? Auch mit 10. Asharatu Ibnain. Genau, richtig. Also die Aufgabe ist eben, dass du mit... dass du mit allen Namen die Nummern aufzählst. Also du sollst dann eben für Kitab 3 Bücher, 4 Bücher, 5 Bücher und so weiter machen. Aber wegen der Zeit haben wir dann eben nur das so kurz gemacht. Was wir auch richtig verstanden haben, Alhamdulillah. Jetzt auf der nächsten Seite, wenn ihr keine Fragen habt, natürlich. Dann gehen wir zu den neuen Wörtern, die wir in dieser Lektion gelernt haben. Thamanu, al-thamanu, ist dann eben der Preis. Nisfun, und auf der nächsten, in der nächsten, in derselben Zeile, al-yawmu, der Tag, und ayyamu, oder ayyamun, das ist eben dann der Plural, Tage. Al-riyal,
Und der Plural ist dann Rialat. Al-Qirsch und der Plural Qurush. Al-Hafila, der Bus, oder das Bus. Hafilatun, das ist eben der Plural. Rakib ist der Passagier. Rukab, die Passagiere. Dann haben wir Es-Sual, die Frage. Und Es-Ila, oder Es-Ilatun, genauer gesagt, die Fragen. Qadim, alt. Und der Mehrzahl ist dann Qudama. Al-Balad. Und der Plural ist dann Biladun. Hier kann man eben, das Wort Balad bedeutet Land. Und gleichzeitig kann es auch die Landschaft oder das Dorf eben sein, oder die Heimat, von wo du gekommen bist. Die Heimat im Arabischen gibt es Muannas und Muzakkar. Also es gibt Plural, es gibt Maskulin und Feminin. Man kann einmal sagen Balad und Belde. Beides geht. Und der Plural ist eben Bilat. Man kann auch, glaube ich, Buldan sagen. Als Plural. El-Jaybu, die Hosentasche. Besser gesagt, also El-Jayb kann man für Hosentasche benutzen und auch für andere Sachen, was wir vielleicht im Fiqh noch lernen werden. Und Juyub ist dann eben der Plural. Europa, Europa. Almania, Deutschland. Bosnia, Bosnien. Al-Yunan, Griechenland. Malaysia, Malaysia. Mukhtalifatun, unterschiedlich. Und Faransa, Frankreich. Bei Mukhtalifatun ist mir ein anderes Wort eingefallen, und zwar Mushkila. Mushkila ist Problem. Die gleichen Buchstaben, nur die Haraka ändern sich. Und einmal war ich im Hotel mit einem Freund, nicht Hotel, im Restaurant. Und wir haben dann bei der Eissorte, haben wir dann dieses Mushkila, dieses Wort so gelesen und haben nicht verstanden, was das bedeutet. Eigentlich war das Mushekkel. Gleiche Wörter oder gleiches Wort, gleiche Buchstaben, nur die Haraka haben sich geändert und man hat eben ein Shadd hinzugefügt. Und Mushekkel ist dann eben gemixt oder gemischt. Also gemischtes Eis. Aber Mushkin oder Mushkila ist dann eben Problem. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.